Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe vor Weihnachten bei Pretty Nail Shop 24 bestellt und jetzt wollte ich euch mal zeigen, was ich da geholt habe. Die hatten da glaube ich 30% und ich zeige euch das einmal. Mein Schildchen ist hier, ich habe alles selbst bezahlt und dann fangen wir mal an. Ich habe hier zwei 500er Rollen Zeletten. Ich glaube, da war eine, ich habe die Preise nicht mehr hier. Ich glaube, eine Rolle 75 Cent. Habe ich mir zwei Stück mitgenommen. Die braucht man ja immer. Zack, eben an die Seite. Dann habe ich mir mitgenommen, hier sind fünf Feilen drin. Stärke 180, also Grit 180. Da hat, glaube ich, eine, ja, war das 80 Cent. 50 Cent, also wie gesagt, die Preise kann ich euch leider so nicht mehr sagen. Ja, dann habe ich mitgenommen so ein Magnet für Cat Eye Gel. Einmal so sieht das aus. Und eine Blume, das war auch glaube ich 75 Cent das Ding. Mal gucken, ja, ob und wie das so funktioniert. Dann habe ich mir genommen, sieht jetzt aus wie ein ganz einfacher weißer Stift, den spitzt man dann an. Und dann kann man dann die Strasssteine besser aufpicken. Weil die nennen sich, glaube ich, sogar Strasspicker. Der war auch unterm Euro. So, dann habe ich mir mitgenommen einen Feinliner-Pinsel. Und guckt euch mal an, wie schön die Glitzerpartikel da drin sind. Ich glaube, der war um die 4 Euro. So sieht er aus. Richtig schön. Also genau meine Farbe. So, und dann haben wir auch noch einen Pinsel, einen Katzenzungenpinsel in der Größe 4. Und da sieht der Körper hier genauso glitzi-glitzi aus. So, dann habe ich mir mitgenommen ein Pure Black Farbgel, weil ich habe kein richtig schwarzes Farbgel hier. Das war im Angebot für 1,99. Dann habe ich mir mitgenommen so Overlays. Oder Inlays sind das. Gehauchdünne. Ja, so runde. Wie nennt man die denn nochmal? Ja, oval sind die, ne? So. Oh, schön sind sie auf jeden Fall. Einmal in Gold ist da drin und einmal in Kupfer. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Stück drin und. Ich meine, um die 2 Euro haben die gekostet, 1,99 oder so. Eben einmal zudrehen, wenn wollen wir es ja auch richtig machen. Das. Dann habe ich mir einmal Tippkleber von Laveni mitgenommen. Ich meine, der war auch unter 1,75 Euro, irgendwie so 60 Cent. Der ist ganz gut. Na, das stellen wir mal hier an die Seite. Dann habe ich mir bestellt zwei Stamping-Lacke. Einmal einen in Weiß, der war 4,90. Und dann hatte ich mir den in Schwarz bestellt. Dazu sage ich gleich noch was. Denn ich habe das ausgepackt und wollte dazu ein Video machen. Und siehe da, der schwarze Lack war nicht da. Hier haben wir den Stamping-Lack Night Black. Und der war nicht mit dabei gewesen. Ja, dann habe ich da hingeschrieben und die haben ohne Murren mir den Stamping-Lack nachgeschickt. Und als kleine Entschädigung habe ich noch ein Shiny Aubergine Farbgel bekommen. Das habe ich schon aufgemacht, damit das hier etwas schneller geht. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da sind ganz kleine Glimmerpartikel drin. Also wirklich. Eine schicke Farbe. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mich gefreut, dass mein Farbgel ja, zu mir kam quasi. Und das ist anstandslos nachgeschickt worden. Dann habe ich mir mitgenommen von Jollyfee Nagelöl in der Farbe, wollte ich gerade sagen, in der Farbe Mandel. In der Geruchsrichtung Mandel. Und die hat hier so eine Pipette. Weil, ja gut, ich habe jetzt schon über ein Jahr nichts mehr gemacht und mein Nagelöl war gekippt.
Dann habe ich mir mitgenommen, und da bin ich ehrlich, das habe ich nur mitgenommen, weil das im Angebot war. Die kosten sonst die Fläschchen 12 Euro, also 11,90 Euro oder 95. Und jetzt war das für 7 Euro drin, oder 6,50 Euro, glaube ich. Von Jollyfin oder Laveni Glossy Versiegelungsgel ohne Schwitzschicht. Und den habe ich schon einmal ausgetestet. Und ich muss wirklich sagen, so für den, auf den ersten Eindruck ist der wirklich sehr, sehr gut. Weil ich habe immer Probleme mit Versiegelungsgelen, dass die auf einmal nicht schimmern. Egal warum, wieso, weshalb. Aber der war es wirklich schön. Ja, 6,90 Euro war der im Angebot. Also kann ich nur sagen, die 12 Euro ist auf jeden Fall wert. Ja, dann habe ich mir mitgenommen von Jollyfin Fiberglasgel. Einmal in klar und einmal in rosé. Genau, die beiden habe ich mir mitgenommen. Die waren im Angebot für 3,50 Euro. Wollte ich nämlich mal gucken, wie Fiberglasgel so ist. So, und zu guter Letzt habe ich mir echt was gegönnt. Und zwar von Jollyfin zwei Fräsaufsätze. Einmal hier für die Nagelhaut. So ein ganz kleiner ist das. Der hat 11 Euro gekostet. Und hier so ein Zapfen. So ein Zapfen oder Birnenform in fein. Erstmal weiß ich nicht, ob man das sieht. Die Farben, die sind richtig schick. Gefällt mir richtig gut. Und der hat jetzt im Angebot 19,90 Euro oder so gekostet. Da bin ich mal gespannt, wie ich damit zurechtkomme, wie der so ist. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, das war mein Einkauf bei Pretty Nail Shop 24. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch Produkte davon habt, die ich jetzt gezeigt habe und wie ihr die findet. Das würde mich doch mal interessieren. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.